so ein Tank, an dem man kaum vorbeikommt. Er ist ja auch noch gerade in der MSI gewesen. Ah, jetzt geht's weiter. Ja, dass du deine Attack Speed hast, hundertprozentig. Also, dass du deinen Q-Cooldown 100% ausnutzen kannst. Oh, schön. Ein schöner Gadget von Seth. Oh, da kommt der Jena. Wenn Diana Gold kommt, zieht mir bis jetzt sehr. Ja, okay. Oh, der Set tot. Der so hat First Blood bekommen. Kleiner Pokémon der Ezreal Ultimate. Kann sein, dass der Fight gesucht werden möchte. Guter Yasuo noch ab. Aber er geht nicht rein. Diana vielleicht rein, aber wird gestunt und stirbt dadurch. Rakan jetzt low. Rakan ziemlich low. Ezreal springt hinterher, kriegt den Rakan und man kriegt jetzt den Hexestrike auf PL-Seite. Da muss man ein bisschen aufpassen. Kleiner Trade, jetzt kommen irgendwie alle. Sieht sehr gefährlich aus. Yasuo ist es. Das hätte keine W. Das war ein sehr ambitioniert Engage. Diana geht für den Tower Dive, sie wollen. Ah, jetzt Stopwatch kommt raus. Weil vielleicht auf den Yasuo kriegt den Yasuo, der Rakan geht in die Stopwatch. Renata ist noch da, trifft den Rakan und somit ist es ein 2 für 2. Somit. Oh, der Silas hat die Diana gefunden im Jungle. Trifft leider die nicht, hat aber Diana Ult. Trifft aber noch und ja. Geht der Damage. Kein Steals, den Rapper, jetzt muss Silas da irgendwie rauskommen, aber ist immer noch ein Silas, der Dash ist wie ein zweiter Mann. Ist jetzt ziemlich alleine, das Sion da. Könnten ja, sein Team will followen, aber das ist ein bisschen schwierig. Fett hält sie ein bisschen auf, der Sion währenddessen alleine da am Fighten. Ja, sehr, sehr schön gesund von Zed. Der so kann da nichts machen, der kommt nicht an ihm vorbei. Man hat ja Botlane Tower während der Zeit bekommen. Ist die auf Diana engaged? Ja, oh, Diana engaged, ja. Aber Diana vielleicht erstmal raus, der Rakan wurde geraged. Oh, Yasuo, zwei Mann noch ab. Da kommt Diana mit zwei Mann, SW springt raus, kriegt Damage. Diana ist tot, der Rakan wurde reingeschmissen, der Rakan ist auch tot. Heil ist jetzt da hinten gegen Tristana und Yasuo. Holt sich die Tristana, holt. Versucht den Yasuo, schmeißt die Tristana weg. Auf jeden Fall, SW holt nochmal Tristana getroffen. Und holt sich doch den Midlane Tower ab. Set geht rein! War das EW into Ignite? Ignite, genau. Aber er stirbt am Tower. Oh, Renata, aber er stirbt trotzdem. Stirbt trotzdem am Tower. Einen bestimmten Carry. Jetzt will man hier sich den Setup holen, man. Aber die Rakan wird sogar gedodged, beziehungsweise. Ja, man kommt hier mit Ulti, mit TP und Ulti von Set raus und man kriegt den Rakan, lässt den Silas den Kill und. Twitch gucken. Auf jeden Fall. Ryan versucht hier einen Knock-Up, trifft den Wulibär, man muss ein bisschen aufpassen, aber man geht da nicht rein. Jetzt will der Set, der nimmt den Rakan. Der Rakan ultet einfach, das Heilen kommt mit rein, Diana ult trifft zwei Leute, der Su-Ult wurde auch schon benutzt. Man hat den Rakan, Wulibär ist gestorben, Diana ist gestorben, der Su ist immer noch am Leben. Der SV auch, der SV fight. Oh, schöner Damage von trifft die Q sogar. Die Tristana, ja, Su stirbt an den Heiles, nee, er lebt doch. Sein Flash in den Bricht die Q von Zion ab, jetzt muss man aufpassen auf die Zion Passive. Man hat 4 gegen 3 getradet. Angefangen. Genau. Muss aber aufpassen, jetzt kommen die alle. Auf jeden Fall noch ein bisschen länger. Flash von Rakan, Yasuo, Z, kriegt die W raus. Kriegt man den Yasuo, man kriegt sogar den Yasuo noch. The Ryan hat gebrockt, dadurch nochmal 300 Leben, man kriegt nochmal die Stun raus, Rakan jetzt tot, Diana ult verfehlt. Schöner Dodge von. Und jetzt muss der SW immer noch versuchen, da rauszukommen. Die Q hätte leider nicht, kriegt den Schild von Renata, kriegt den Zeilen, währenddessen der Silas killt die Tristana im Alleingang. Ich muss den SW aufpassen. Oh, sehr knapp. War auch die richtige Entscheidung. Muss man hier ein bisschen aufpassen, der Wulibär wird hochgeschleudert, der Set mit dem Saiyan da rein. Das tut der Tristana wie Diana, drei Mann und kriegt Knockup, drei Mann. Renata, Z tot, die anderen beiden sind auch tot. Vier Mann, sehr schöne Wombo-Kombo. Und kriegt noch Rakan hier raus, aber der SW ist eigentlich so gut wie auch tot. Der SW aber sehr gut am Fighten. Schönes Exhaust, jetzt muss man aufpassen auf den nächsten Tornado. Wird getroffen und stirbt jetzt leider auch. Ja gut, genau. Es waren halt die zwei Tanks, beziehungsweise drei Tanks, mit Zahl ist theoretisch eingerechnet. Aber für Mitte? Ja, die KR followt da hinterher. Man muss aufpassen trotzdem auf einen Diana Ult. Sind jetzt man steht ein bisschen geklumpt da, jetzt muss man aufpassen. Zwei Leute werden getroffen, Zettel ultet raus, Wulibär ultet rein. Wulibär in der W von Renata kriegt einen Assist und somit ist er wieder am Leben. Yasuo holt sich SW und den Wulibär. Muss man auf den Yasuo immer noch aufpassen, der ist am Leben, der hat Guardian.
Angel und belebt wieder. Der Seth holt sich Rakan. Yasuo lebt immer noch und leider lebt jetzt nur noch Renata bei PL. Ja, da war leider nicht ganz so viel PL für Ezreal da. Ich denke mal, das ist auch die richtige Entscheidung. Sie haben sehr viel Damage bei mit der Tristana-Bombe. Ja. Und damit sind beide Türme gefallen in Nexus. Der ist auch gefallen und damit ist hat PL leider verloren und geht in das Loser Bracket. Aber sehr gut. Also auch jetzt der Jarvan, vor allem gegen die Lux. Also. Oh, da den Busface checken. Okay. Nehmen sich beide gar nichts. Olaf macht sehr viel Damage. Jetzt wird es sehr knapp. Runeberg kann sich aber durch seine W hochheilen. Da muss man vielleicht dran arbeiten. Weil so ein Kot im Early Game, ja. Der ist schon ziemlich stark. Man sichert jetzt die Krabbe von Quen, muss aber aufpassen, dass man jetzt hier nicht abgeholt wird. Wird getroffen von der Q. Ist kalt gestartet. Olaf kommt auch, muss da raus. Lux hat kein Mana zum Glück mehr. Man trifft wieder die Quen. Olaf hat Ghost aktiviert. Schöner Hit von Belkos. Dodge die Q, jetzt schöner Flash. Und jetzt kann der Fight auch auf jeden Fall gefangen. Jetzt kommt der Volibear und jetzt holt man sich noch den Olaf. Hey, sie stehen auf jeden Fall ziemlich weit draußen, aber jetzt wird es ein bisschen obvious. Ja, ich glaube, sie haben es gemerkt, ja, dass da auf jeden Fall ein Gank passieren wird. SW ist reingeeht, oh, Raken low, Galio low. Schönes Exhaust, dass er nicht rankommt. Der werden die SWQs gedodged, aber mit Autotext kann das trotzdem finishen. Jetzt ist droppt SW nochmal low, Kaiser ist auch sehr low. Jetzt kommt aber Vel'Koz und Jarvan noch dazu. Vel'Koz und Jarvan. Muss man aufpassen. Oh, man trifft. Oh, der Lux-Laser trifft sogar die Kaiser und damit einfach zwei Kills, aber jetzt kommt der Vel'Koz Ult, holt sich noch zwei Kills, aber jetzt steht der Jarvan allein gegen zwei Leute und somit gibt man auch ihn den Kill. Sind vier Leute auf PL-Seite gestorben und zwei Leute auf OBT-Seite. Muss man hier Top-Lane aufpassen, die Quen ist da, man sieht sie jetzt erst und man versucht rauszulaufen. Aber jetzt hat man sich doch entschieden, aber zu fighten, aber verliert das natürlich straight up. Ein Level über der Kaiser. Auf jeden Fall. Liegt aber auch daran, dass halt Botlane gestorben ist, bevor irgendwas großartig passiert ist. Raken jetzt in der Mitte. Was Barrier wird gezündet. Vel'Koz Laser kommt raus. SW holt sich jetzt Vel'Koz. Jetzt wird sehr knapp. Ja, der kommt raus noch. Raken ist wieder am Ganken. Mit seinem Predator. Ja, muss er ausulten. Gehen sogar für den Tower Dive anscheinend. Ja, der. Das klappt sogar. Olaf holt ihn einfach, kann er auch einfach. Noch raus, wenn da kein SW wird voll. Okay, Vel'Koz. Oh, der Lux Damage. Das ist natürlich ein bisschen sehr stark. Ich meine, wenn man natürlich auf Vel'Koz nicht seine Spades trifft, dann kriegt er sein True Damage Ult nicht raus und trotzdem stumpf drauf rennt. Top Lane ist ein Fight, schöner Flash von Volibear in Out of Vision geflasht. Hat jetzt gleich bestimmt sich da seine Q ab und holt und beißt ja einfach den Kopf ab. Auf jeden Fall. Das sind ja trotzdem 100 Damage oder so, dieses Block. Hier könnte man jetzt echt für den Engage gucken, man ist immer überzeugt. Galio versucht zu engagen, wird gewonshottet. Sucht man sich noch den Rakan, der schlägt einfach raus. Oder darf man aber nicht in die Mitte laufen. Da ist die Quen und holt sich den Vel'Koz ab. Wobei, das wird ein Tower Dive. Der SW holt ihn ab. Aber gleich wird er was. Jetzt ist da Wudeberg in Gefahr, holt sich Ben ab. Jetzt kann man vielleicht auf SW turnen. Man hat hier vielleicht einen Bomb geholt von Vel'Koz, holt sich Olaf ab. Jetzt sind die beiden SW Ult schön gesetzt. Da kommt die Luxe, okay, holt noch jemand ab. SW holt noch Wudeberg ab und man kriegt. Kaiser kriegt den Shutdown auf SW. Guter Fight diesmal für die Seiten von PEL. Waren in einer sehr starken Position dort auch. Der Volibear kann natürlich alleine kurz ganz viel tanken. Und dann waren sie halt in der Überzahl und konnten halt dadurch den Fight gewinnen. Das ist in einer ziemlich gefährlichen Situation. Jarvan ist aber da, um es zu covern. Galio wird jetzt hier engage. Botlane ist anscheinend nicht so wichtig für den Replay. Jetzt gehen wir auf Botlane, da geht Rakan rein. Jarvan war schon drin. Jetzt können die einfach unter den Tower laufen, beziehungsweise die Axt reicht auch aus, alle fünf zu töten. Zwei Leute sind wirklich sehr resistent, man kriegt den Drake, muss man aufpassen, TP kommt da, Olaf rennt einfach auf den Vel'Koz, währenddessen die Kaiser versucht, die Lux-Shutdown zu holen.
der andere und versucht rauszukommen. Der Woolibär ist noch drin, da ja, ist Rakan, holt sich Rakan ab. Aber es stirbt leider auch, jetzt ist Galio noch drin, warum auch immer, und versucht hier noch den Rakan abzuholen. Ja, Esri wurde umgebracht, tut mir leid. Ja, das wäre Rakan. Irgendwie auf Picks kommt mit der Kaiser, dass die Kaiser halt einen einfach rausnehmen kann. Hier in Mitte wird engaged, oh, der Luftlaser kommt, Esri Ult kommt auch hinterher. Aber Kaiser lebt noch. Kaiser lebt noch, konnte die Esri Ult irgendwie dodgen, so wie es aussah. Ja. Geht mal auf, erstmal auf Woolibear. Da kommt der Laser und da kommt der Komet und trifft dadurch Woolibear und stirbt. Nur noch gecatcht werden, der Galio jetzt hier als Beispiel. Muss hier aufpassen. Man hat jetzt das ganze Team aber versammelt. Der Galio kommt aber nicht mehr raus und stirbt deswegen. Woolibear ist jetzt da, man trifft wir haben hier jetzt zwei schöne Mann Kombo. Ab, holt sich die Quellen. Heißt das auch drin? Rakan holt man auch noch ab, jetzt ist der Esri da oben noch. Der Esri holt sich den Jarvan und Kaiser holt sich noch Esri. Aber die Lux ist noch da, da muss man aufpassen. Das ist jetzt ein 3 für 2 Trade. Der Woolibear hat da erstmal Hälfte seines Lebens verloren, nur durchs QE. Damage. Holt hier aber vielleicht eine Standard-Evolution auf alle bekommen. Ja, der Galio sucht aber trotzdem nach etwas. Wenn hat jetzt eine kleine Opportunity, vielleicht die Engage, die Venom ist auch da. Luft Luft zwei Leute. Der Galio und der Velkos stirbt leider. Ah, stirbt er geht rein. Oh, sehr gut. Er geht rein, aber kriegt ihn leider nicht. Ben hatte Smite ab, hat ihn wirklich sehr spät gesmite, muss ich ehrlich sagen. Kommt sogar noch raus. Währenddessen hat halt PL sich einen Tier 2 Tower in der Mitte geholt, um einfach ein bisschen Goldausgleich zu haben. Kommt doch ah, sehr knapp. Nur Däumchen drehen. Der fünfte Drake spawnt jetzt auch. Währenddessen sucht man hier im River einen Feind. Olaf ist das Top-Lane, er hat kein TP. Grunde genommen ist man gerade in einer 4 gegen 3 Situation. Mit einer man kriegt den Catch auf Lux und Rakan. Raven stirbt, Rakan stirbt. Jetzt ist Lux hier alleine. Man kriegt viel Damage auf Lux, man kriegt den Shutdown. Lux ist das erste Mal gestorben und man kriegt hier noch den Quenkel. Die Minions annehmen. Man, die Lux trifft zu Glück jetzt nicht. Jetzt tradet man hier Lux Ult gegen Velkos Ult und sucht einen Engage. Die Mission ist von Velkos. Jetzt gibt Jarvan rein, der Raken ist auch tief drin. Holt sich, Kaiser, versucht sich die Kaiser, holt sich den Raken ab, man holt sich den Velkos noch mit einer Esriel-Ult oder Esriel-Crew. Die Quender, man versucht hier Esriel zu bekommen, Esriel mit 10 HP da, kriegt den Galio. Nur noch Kaiser am Leben, die versucht hier zu kiten gegen den Olaf, aber der Olaf drückt einfach E und ist tot. Somit. Leider auch im in der zweiten Runde im Loser Bracket, somit ist leider PR draußen. Schade, GG an OBT. GG an OBT, viel Glück euch noch. Auf jeden Fall.